Hallo und herzlich willkommen in der finalen Runde hier beim Bundesliga-Manager Hattrick. 32. Spieltag in der Regionalliga. Wir spielen mit dem 1. FC Köln wieder gegen die Jungs aus der Oberlausitz. Hab's ja mal behalten, wo Neugersdorf liegt. Und wir haben die Chance aufzusteigen, weil momentan, ganz ehrlich, wir sind auf Platz 4, auf einem Relegationsplatz. 2 Punkte sogar Vorsprung vor den Kickers, die auf Platz 5 sind. Wir haben auf jeden Fall Hoffnung, ne? Mit einer Moral von 74 dürften wir das Ganze eigentlich rocken. Wir haben uns schon vorbereitet, deswegen können wir auch direkt jetzt loslegen und gucken, ob wir in Endrunde dieser Saison in der Regionalliga, ob wir da aufsteigen werden. Wir gucken mal, wie wir uns schlagen gegen Neu-Eggersdorf. 8000, ausverkaufte Hütte, sehr schön. Wir spielen sehr defensiv, wir haben aber auch nur 3 Abwehrspieler drauf. Kancha, ah, schade, das wäre es gewesen. Komm Jungs, macht nur ein Tor. Nein, 0-0. Und wir sind die Kickers, die haben auch nur unentschieden gespielt. Hoffentlich hat das gereicht. Es hat gereicht. Wir sind noch auf Platz 4. Wird knapp. 2 Spieltage sind es noch. Monaco hat die Champions, den UEFA Europa League gewonnen. Bayern München hat die Champions League gewonnen. War langweilig. Galatasaray Istanbul. Hat man das abgekürzt? Wieso hat man das so abgekürzt? Okay. Europapokal, Pokalsieger, den gibt's hier noch. Okay. So, Leute, ich bin nervös. Bin hier nervös. 2 Wochen dauert es noch. Da, okay. Ich gucke gerade nochmal, was wir haben. Ne, der haben wir ja schon, haben wir uns ja schon geistig verabschiedet, dass wir den nicht mehr bekommen. Asemi war für die nächste Saison vielleicht. Ich guck mal, was der kostet. Guck mal, Jovic. Mach nochmal rein. So. Nein? Wow. Ich will nur mal überlegen. Lass mich mal gerade gucken. Wie sind die Stärke in der nächsthöheren Liga? Was haben die denn für Top-Stürmer? Siehst du, die haben nämlich solche Stürmer zum Aufsteigen. Und die unten, die? Ja. Also das ist schon das, wo wir hin müssen nächste Saison. Soll ich es machen? Ich biete mal mit. Kann ja sein, dass wir den nicht kriegen. So, pass auf. Was bieten die denn? 630.000. Okay, dann machen wir das auch. Also machen wir 605. 635.000. Ist schon viel Geld, ganz ehrlich, aber da ist immer noch unter Marktwert. Machen wir das? Wollen wir das echt machen? Ich bin mal gespannt, ob es das bringt. Wie dem auch sei. Okay. Finalrunde, wir sind kurz vor aufzusteigen. Wir haben gute Stärke, wir sollten die Taktik mal eins erhöhen. So, haltet euch dran. Die Aufstellung nochmal gerade gucken, ob wir da auch alles tut. Die haben, Thiele ist raus, er hat auch nur ein Tor gemacht. Poldi, der knipst überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das mit ihm ist. Er hat eine gute Stärke, eigentlich wäre er prädestiniert, um mal ein Tor zu machen. Hat auch seine Rückennummer 10 wieder. Spricht eigentlich nichts dagegen, dass er hier das Ganze rockt, aber irgendwie... Ich sehe das nicht. So, Rausch kann spielen. Den würde ich mal für den Jovic einsetzen, weil wir den ja loswerden wollen. So ein bisschen, ja, weißt du, bin ich mir unsicher. Rausch spielt auch da, wo er spielen will, oder? Na gut, okay. Okay. Hauptsache Fernandes macht die Tore. Das ist mir wichtig. Boldi, Fernandes. Und hier hinten nochmal ganz gucken. So, alles klar. Okay, wir können loslegen. Drückt die Däumchen. 28. April sind wir schon. In der Grotenburg. Jawohl. Lange nichts passiert. Jetzt ist Uerdingen am Drücker. Aber gehalten. Sehr gut. Ah, wir haben noch keine Chance gehabt. Günther, jetzt aber. Komm. Haut da das Ding in die Netze nochmal. Günther. Sehr schön. So muss das sein. Rock das über die Runde. Bitte, bitte, bitte. Fernandes, ja komm, leg noch eins drauf. Das wäre noch besser. Gehalten. Elfmeter, Muchtar. 2-0. Sein erstes Saisontor. Schön, dass er nur eins macht. Und wir können auch nachlegen. Super. 3-0. Fernandes, sein 20. Saisontor. Habe ich das richtig gesehen? 20 Saisontore hat er schon, der Kerl. 20 Saisontore in anderen Spielen. Eieieiei. Wunderbar. Wunderbar. Platz 4. Wir können uns ein bisschen absetzen. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind Relegationsplatz. Das kann uns keiner mehr einholen. Jawohl. Und wir müssen uns entscheiden, ja doch, der ist nach Neu. Ja, komm, zu den Jungs und Neu. Ah ja, hier, ne? Oberlausitz und so. Verstehst du? Alles klar. Wir sind ja jetzt so, wir sollten eigentlich eine Fanfreundschaft machen. Sané wird uns freuen auf der Transferliste. So, er fällt aus. Jovic ist verkauft. Sané, dann Bann und
von der Brezen. Hoi, 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 hoi. Jetzt sind aber ganz schön viele auf der Transferliste, die uns interessieren könnten. Gucken wir mal, ob es wirklich so ist. Hier, groß. Oh, sehr schön. Der ist noch besser. Hier besser als der blöde Schnatterer und so. Ja, der ist natürlich zu viel. Sané, okay. Vielleicht kann ich dann doch wieder den anderen Spieler wegtun. Hasebi. Bin mir nicht sicher. Ich guck mal. Jetzt haben wir noch Tönnies. Rosinger. Ja, die sind schon ein bisschen schlecht. Da muss ich ein bisschen nachlegen in der nächsten Saison. Die sind dann doch ein bisschen zu lame. Ja, obwohl ich könnte natürlich jetzt gucken, ob ich den noch kriege. Vielleicht, ja, Rosinger würde ich nehmen, der ist 21. Den gucke ich mir auch nochmal an. Vielleicht kriege ich den, vielleicht haben die einen Schub in der Saisonpause. Aber ihn hier müssen wir auf jeden Fall versuchen zu kriegen. Warte mal. Abbruch, ja, weg. Dann machen wir mal, bei dem sollten wir mal 450.000 machen. Da habe ich eine Hoffnung, weil das so ein Mittelfeldspieler ist mit 21. Und damit er auch zu uns kommt, kriegt er direkt 14. Jawohl. So, da sind wir schon raus aus der Nummer, glaube ich. Das ist mir zu viel. Ehrlich, Leute. Das ist ein guter Stürmer, aber ich. Nee. Ganz ehrlich, ich gehe auf 550 runter und ich mache das so. Wir werden ihn nicht kriegen, was auch mein Ziel ist. Wir holen uns dann lieber hier Sané. Der ist auch 32. Machen wir mal 440.000. Machen wir nicht so hoch. Wir gucken, wie der andere Spieler ist, den wir noch haben. Und dann kriegt er sein Gebot. So. Okay, hier er. Tönnies. Der ist 22. 510. Der ist aber nicht so günstig, Leute. Da hättet ihr eigentlich ein günstigeres Angebot machen können. Wir machen mal ein bisschen weniger. Und hier. Der wird es werden. Den, auf den habe ich es abgesehen. Machen wir mal 310.000. Und hier machen wir mal 9.000. Oh, die haben auch schon 12.000 geboten. Dann machen wir mal 12.500. So. Jawohl. Der wird zu uns kommen, da bin ich sicher. Vielleicht haben wir ja schon, der wird nachher nicht mal 36 sein, sondern vielleicht ein bisschen höher. Ne? So, okay, das ist es. Erstmal. Wie sieht's aus hier? Alle sind wieder fresh am Start. Ja, können wir noch einen verkaufen? Hier, Rudnevs, den wollte ich schon länger verkaufen. Ja. Packen wir den mal auf die Liste. Jawohl. Und Özcan, wie hat er denn eigentlich abgeschnitten? Der hat eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, ne? Diese Saison. Ja, hat gar nicht so schlecht gespielt. Ich packe den trotzdem mal drauf und gucken mal, was wir da für den noch kriegen. Und wenn wir die Saison jetzt rum haben, dann haben wir die Chance, weil wir ja so ein super Umfeld hier platziert haben. Wo ist es? Umfeld? Da. Haben wir eine gute Chance, dass wir einen Nachwuchsspieler bekommen. Wollte ich nochmal erwähnt haben. So, aber bevor wir das jetzt machen, Saisonabschluss, letztes Spiel, würde ich nochmal die Werte aktualisieren. So, in Zukunft sieht das nämlich dann so aus. Real sieht das ein bisschen schlecht aus. Ich hoffe, das wird uns nicht das Genick brechen, aber wir haben ja noch, ne? Wir haben ja noch Puffer. Puffer. So, eine Woche dauert es noch, bis die Kampagne durch ist, gerade zum Saisonfinale. Und weil es fürs Finale ist, würde ich auch ganz gerne hier auch mal mit euch feiern mit 15 Euro. Ich hoffe, ihr kommt auch ins Stadion. Ich kann es verstehen, wenn nicht. Das war soweit in Ordnung, glaube ich. Thiele würde ich jetzt mal draußen lassen, obwohl Poldi ist echt lausig. Aber wir haben eine gute Abwehr mittlerweile. Muss ich schon sagen. Warte mal, konnte ich denn da noch was machen bei Kirchhoff? Ja, konnte ich noch was machen. Machen wir mal so. Zack. Können wir noch ein bisschen sparen. Bei Günther nicht. Bei Mukta auch nicht. Bei Ganscha auch nicht. Bei Fernandes auch nicht. Okay. Dann halt nicht. Okay, wir belassen es dabei. Das hat ganz gut funktioniert. Wo ist Wuppertaler SV? 48. Wir haben eine Moral von 80. Eigentlich spricht nichts dagegen, das letzte Spiel zu Hause auch noch zu gewinnen. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Los geht's. 8000, yes, super Fans. Danke, danke. Oh, Mukta hat sich verletzt und wir haben keinen adäquaten Mittelfeldspieler dabei. Muss ich den Olkowski einwechseln? Nützt ja nichts. Dann muss ich mal gucken, dass Olkowski. Wo ist er? Olkowski? Da oben, natürlich, ja klar. Dass ich den vielleicht anders positioniere. Hallo? So, 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 so. Dann sehe ich die leider ein bisschen auseinander. Lehmann da. Ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht so sicher. Ach, verdammter Mist, ey. Naja, hoffentlich funktioniert das noch. Naja, wir haben noch Fernandes im Sturm, der wird's rocken.
Oh, was habe ich gesagt? Da war er gerade. Ja, da war er, ja. Aber hat leider kein Tor gemacht. So, Wechsel. Fernandes, da ist er! 1 zu 0! Leute, komm noch mal. Du bist ja eh schon Torschützenkönig. Wer soll dich denn da vom Turm schützen? Geil. Wir werden es gewinnen, oder? Salau, Salau, Salau. Gehalten. Oh, das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Oh. 4 zu 3 Chancen. Sehr ausgeglichen. Aber wir machen das 2 zu 0. Ganscha, super. Super, super. Das rocken wir doch jetzt. Komm, ist jetzt Ende. Schluss jetzt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind auf Platz 4 geblieben. 4 Punkte Vorsprung sogar. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Meisterschaft Borussia Mönchengladbach, dass ich das nochmal erleben darf als Köln-Fan. Naja, Stadtrat wird sich entscheiden. Der DFB-Pokal. Und Werder Bremen gewinnt den DFB-Pokal. Liebe Freunde, herzlichen Glückwunsch dazu. Relegation. Asemi wird sich nächste Woche für einen Verein entscheiden. Und da ist mal Schnotterer, den wir nicht mehr haben wollten. Wenn er jetzt zu uns kommt, dann hat er natürlich Herzblut. Aber ich glaube eher nicht. Ja, habe ich erwartet. Mein Plan ging zumindest diesmal voll auf. Muss man sagen. So, ist das letzte Spiel dieser Aufnahmesession. Danach mache ich ein kleines Päuschen. Muss ich wieder schneiden. Boah, das dauert ein bisschen lang. Das dauert mir echt zu lang. Und. Na komm, jawohl. So, Groß wird sich nächste Woche einen neuen Verein entscheiden, aber erstmal Asemi. Guck mal. Ja, Düsseldorf, alles klar, macht er. So, jetzt hier Groß, der kommt zu uns. Aber da habe ich gar keine Bedenken. Wunderbar, noch einen schönen Abwehrspieler mit einer guten Stärke, der wird uns auf jeden Fall nächste Saison auch weiterhelfen. Das war im Hinblick auch auf die nächste Saison. Oh, jetzt spielen wir die WM. Ach ja, das habe ich ja noch drin. Komm, machen wir das einfach, oder? Ja, ne, können wir machen. Wo sind die Aufstellungen? Da. Aber das ist eine Mannschaft. Damit können wir was, damit kann man arbeiten. So, machen wir das mal so. Ich lege hier gar keinen hohen Input rein. Ich lasse es einfach mal dabei. Ja, alles klar. Kommen wir einfach gegen Belgien einfach mal ran hier. Ist ja die Weltmeisterschaft. Gucken wir mal, ob wir da doch auch gewinnen werden. Fünf Mann in der Mauer. Ein bisschen übertrieben, wa? Müller war's. Das waren andere Zuschauer mit 32.500. Ja, im Vergleich zu 8.000, da freuen wir uns ja schon, wenn die Bude voll ist. So. Kommen wir mal ran hier. Hart umkämpftes Spiel, aber wir haben gar keine Schnitte. Und wir haben unentschieden gespielt, das ist gar nicht so gut. Wir haben einen Nonsen in unserer Gruppe. Die USA haben wir drin. Okay, die sind jetzt auch nicht so wunderbar. Aber Weltklasse Belgien finde ich auch ein bisschen. Na gut, okay, kann man sagen, kann man machen. Alles klar, wir müssen jetzt nicht hier durch. Ba, 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 ba. So, gucken wir nochmal. Was ist eigentlich unsere Taktik hier? So, kein Wunder, dass das nicht funktioniert hat. Wir nehmen die SFC Köln-Taktik. Gegen Ghana dürften wir eigentlich eine gute Chance haben. Gucken wir mal die Aufstellung. Sané, Hahn, Volland, Müller, bla bla bla, alles okay, ja, komm. Ter Stegen im Tor und Neuer draußen. Interessant. Ja, warum auch nicht? Okay, wir gucken mal, wie es wird. Das rucken wir so ein bisschen durch. La 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 la. Müller. Sehr torlos für uns. Schade. So, gleich gucken wir uns das Ganze hier mal an. Jetzt müssen wir aber doch mal gewinnen hier im letzten Spiel. Das kann ja nie so weitergehen gegen die USA. Mal gerade gucken. Oh, vielleicht spielen wir mal mit zwei Spielern. Also zwei. Oh. Rüdiger, okay. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir ganz gut. Gut besetztes Mittelfeld. Aber natürlich ist wieder zu sehen hier, ne? Kroos spielt da, warum auch immer. Müller spielt. Hä? Khedira, wo bist du? Weigel, der kann rauskommen. Da muss einer hier hin. Da muss einer da hin. So. Und jetzt gucken wir mal. Toni Kroos. Halt. Müller und Özil. Özil spielt da. Müller ist Stürmer. Okay. Kommt gerne über die. Hä? Ach, ich habe Özil hier. Entschuldigung. Özil. Da ist Müller. Alles klar. Guck mal, wo der gerne spielt. Hier rechts außen.
Okay, Müller sollten wir auf jeden Fall drin lassen, der hat einen hohen Wert. Warte mal, machen wir mal. Oh, ja. Wir nehmen den Volland mal raus für Müller und packen da noch einen, den Groß mal für den Volland rein. Spielt er da, wo er will? Nö. Groß ist ein Mittelfeld, also Mittelspieler. Ja, wir haben hier Kedira. Kedira, Kedira, Kedira. Gündogan, kannst du hier unten spielen? Auch nicht. Keiner will rechts spielen. Früher konnte keiner links spielen, heute können sie gar nicht rechts spielen. Mertesacker kommt wieder rein und das für den Volland, das muss so sein. Wo bist du, Mertesacker? Ist eigentlich egal, wo du spielst, ne? Du spielst immer gut. Ja. Das ist aber auch nicht gut. Naja, okay. Komm, müssen wir durch. Wir machen es einfach und gucken, ob wir weiterkommen oder nicht. Ist ja nicht so tragisch. So, Weigel. Schade, war mal eine Chance gewesen. Boateng, ja, wir machen die Abwehrspieler die Tore gleich, wa? Ich will die Stürmer schon keine machen. Aber vielleicht die USA. Dreimal unentschieden, das ist, da klappt der Simmer raus. Oha. Ich hätte die Nationalmannschaft nicht anmachen sollen. Da ist es doch noch, das 1 zu 0, Mustafi. Schön. Muss gucken, ob er weiterkommt. Türkei, Schweiz, dafür ist Venezuela und Panama raus. Das ist okay. Argentinien, Uruguay, ja, das passt auch. Das sind sie die Besten. Oh, wir haben es geschafft hier. Ne? Belgien gegen Deutschland. Belgien und Deutschland weiter. Brasilien, Senegal ist weiter. Brasilien, wo ist denn Senegal? Hat er nur gut. Hätte ich eher Russland oben gesehen. Oh, gut. Italien, Tschechien, England ist raus. Oh. Okay, Rumänien, Australien ist weiter. Naja, warum auch nicht? Wir spielen, oh, gegen Uruguay. You are gay, sagt man ja auch. Wir können es eigentlich dabei belassen. Komm, wir machen einfach mal weiter und gucken, wie das von Erfolg gekrönt ist. Deutschland, Weigel mal wieder, wie eben. Ich habe ein Déjà-vu. 1-0 wird mir auch reichen. Mustafi. Ja, ich habe ein Déjà-vu. Mustafi macht schon wieder. Hahn. Komm, rock das über die Runde, Leute. Über die Zeit bringen, das ist jetzt wichtig. Wir müssen nicht schön gewinnen, wir müssen aber Hauptsache, wir gewinnen hier. Ah. Nochmal André Hahn. Ja, das dürfte reichen. Wunderbar. Okay, schauen wir mal, was passiert ist. Argentinien ist weiter. Hier ist natürlich 0-0, da wird noch was passieren gleich. Das bleibt ja nicht bei unentschieden. Belgien, Elfenbeinküste 1-1. Okay. Brasilien, Venezuela 0-0. Oh, südamerikanisches Duell hier. Italien gewinnt gegen. Ja, solide. Solide ist auch gut. Tschechien ist auch nur noch solide. Die waren mal so gut. Ist leider nichts nachgekommen. Okay, wir sind weiter und gucken mal, was passiert. Ja, und da sieht man halt immer noch 0-0. Das ist spannend. Belgien ist weiter. Ja. Und? Wo ist denn Elfmeterschießen jetzt hier? Wo ist denn Elfmeterschießen? Oh, hier guck mal hier. Belgien gewinnt 4 zu 1 in der Nachspielzeit. Nach Verlängerung. Okay, wir spielen gegen die Türkei. Die ist scheinbar weitergekommen. Würde ich mal sagen, was hat denn die Türkei für eine Stärke? Achso, wir haben ja gar keine richtige Stärke mehr, wir haben ja jetzt nur diese Angaben hier. Würde ich mal sagen, die sind sehr gut. Da würde ich mal so spielen. Da würde ich gucken, wie unsere Mannschaft aufgestellt ist. Ja, das dürfte bleiben. Haben wir noch irgendwie einen guten. Obwohl hier, das ist doch Quatsch. Warum spielt der da vorne im Sturm? Kein Wunder, dass die Stürmer keine Tore machen. Oh, Kimmich. Ah, der ist verletzt. Ach, scheiße. Gott sei Dank, er hat einen Wert von 96, warum ich ihn draußen hätte. Hätte ich es so nicht verstanden. Jetzt können wir mal gerade gucken, wo Volland spielt gerade. Wo ist er? Da vorne. Will er da spielen? Nö, will er nicht. Er will lieber außen spielen. Er auch nicht. Der will da spielen. Und Thomas Müller will da auch nicht spielen. Ach Mann. Ich habe so viele Flügelstürmer. Wir lassen den Reus mal da. Ich weiß, er kommt gerne über die Flügel. Komm, Volland. Musst du leider da spielen. Okay, Leute, gegen die Türkei. Türkei, geliyor. Mal gucken, wie die sich schlagen gegen uns oder wie wir uns gegen die schlagen. 1 zu 0. Jawohl, da ist er, Volland. Habe ich gerade eingewechselt. Ich habe einfach ein Händchen dafür. Oh, das war knapp. So, da ist es doch. 2-0, Boateng. Jawohl. Der Große aus der Abwehr. Oh, genau, Mertesacker auch, der Große aus der Abwehr. Ah, da war die Chance für die Türkei, aber gehalten. Elfmeter, wenn wir den nicht reinmachen, dann weiß ich auch nicht. 4 zu 0, das war Khedira. Locker lässig. Oh, wir haben gerade erst mal 30 Minuten gespielt. Nicht, dass das eine Klatsche gibt für die Türkei. Okay, nochmal Ekbal, Volland. 5-0. Ah, das ist schon eine Klatsche. Das ist schon eine richtige Klatsche.
Das halbe Dutzend voll gemacht. Groß, noch einen drauf hinlegen. Komm. Fürs Ego. Das muss doch gut für die Moral, für die Motivation, für die nächsten Spiele. 7 zu 0, Leute. Wahnsinn, was passiert hier? Italien ist weiter gegen Venezuela. Was haben wir noch? Argentinien gegen die Schweiz, unentschieden. Belgien gegen Tschechien, auch unentschieden. Mal gucken, was da passiert. Bis jetzt ist nichts passiert. Geht's weiter? Wer scheidet aus? Und Argentinien und Belgien sind weiter. Sehr, sehr schön. Ja, da ist noch nichts passiert. Okay. Ah, okay. Machen wir da ein bisschen auf Vereinsebene runterdrosseln. Wir gucken mal, ob der zu uns kommt, der Rosinger. Haben ja eigentlich gute Chancen. Der ist aber schon ein bisschen schlechter geworden, oder? Da war eben 36 war der eben. Glaube ich, jetzt ist er 34. Mal gucken. Okay, kommt er zu uns? Natürlich kommt er zu uns, oder? Jawohl, er kommt zu uns. Ohne Arroganz wirken zu wollen, aber das war einfach von den Werten her ideal. So, Tönnes wird sich entscheiden. Sané, oh. Das wird spannend. Wir haben mehr geboten vom Gehalt als Heidenheim. Aber nicht mehr als Sandhausen an Transfersumme. Und deswegen wird er wahrscheinlich Sandhausen gehen. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja. Duisburg spielen die erste oder zweite Liga hier? Ich weiß es nicht. Könnte natürlich auch ein Argument sein. Ja, wird ein Argument sein. Also die werden wahrscheinlich hochrangig irgendwo in der Liga spielen. Hallo Paulchen. Mein Hund ist gerade gekommen. Hallo Paula Männchen. Will mal gucken, wie wir uns schlagen. Wir spielen jetzt gerade gegen Italien. Ich bin Nationalmannschaft, Paulchen. Das Fußball interessiert. Das ist St. Pauli-Fan, logischerweise, weil er ja Pauli heißt. Oh, Ron-Robert Zieler. Das ist natürlich, für die Abwehr natürlich nicht so gut. Mustafi muss wieder rein. Das ist, warum der jetzt gerade mal irgendwie nicht drin war, weiß ich auch nicht. Mustafi spielt gut. Der steht okay. Der steht auch nicht. Was ist denn, wenn wir die tauschen? Einfach. Ja, hat nicht viel gebracht, aber immerhin. Okay, gegen Italien, das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, bin ich mal gespannt. Wie sieht's hier? Oh. Da wäre die Liga. Wie konnte ich das noch machen? So, ne? Ach nee, das ist ja nur. Also auch mal interessant zu sehen, ne? Wie die anderen sich geschlagen haben. Madrid ist Meister geworden übrigens. Oder ist. Nee, ist noch dran. Ist ja noch dran. Entschuldigung. War ich zu voreilig? Okay, wir spielen gegen Italien. Und ich würde mal sagen, wir spielen weiter so wie beim letzten Mal. Mit derselben Taktik. 62.000. Fiebern uns an. Da wäre es schon gewesen. Gündogan. Im Körper. Ah, Italien macht das 1-0. Nee, nicht, dass wir ausscheiden. Ah, wäre das 1-1. Sehr gut. Wunderbar. Können wir nachlegen, Leute. Wir müssen nachlegen. Hier, Gündogan, mach mal das Tor. Mach mal einfach rein. Komm, ist egal. Eckball Italien. Oh, gehalten. Ter Stegen im Tor bei uns. Der hält alles. Schon wieder drei gute Chancen für die Italiener. Aber fünf für uns. Kurz vor Ende machen wir das 2-1. Es ist doch nicht wahr. Wir machen das 2-1 und werden im Finale um die Weltmeisterschaft spielen gegen Argentinien. Jawohl, wir spielen im Finale gegen Argentinien. Oha, das wird ein heißes Spiel. Aber bringe ich uns jetzt mal. Na, Leute, jetzt müsst ihr aber mal. Trotzdem müsst ihr Gas geben jetzt hier. Testigen raus, neuer rein. Leider ja. Die sind auch okay. Die lassen wir jetzt erstmal so. Gündogan, haben wir doch noch einen. Ersatzmittelfeldspieler, ja, hier, guck mal. Özil kommt rein. Wen haben wir noch im Mittelfeld, der uns recken könnte? Ich weiß es nicht. Wo ist denn Özil? Da oben. Ja, spielt er gerne, alles klar, spielen sie alle gerne. Los geht's, werden wir Weltmeister? Wir werden es jetzt sehen. 82.500. Argentinien. Oho. Zwei Chancen für die Argentinier bisher. Deutschland, jetzt die erste Chance. Oh. Müller, wer hätte es gemacht? Es darf ruhig müllern hier. Das ist alles kein Problem. Die Folge geht jetzt ein bisschen länger. Wir nehmen die WM gerade noch mit. Argentinien. Ah. Werden wir Weltmeister? Oha. Deutschland in der. Ja, da ist es doch. Da ist doch das 1 zu 0. Argentinien mit einem Eckball. Bitte halt. Ja, Neuer. Sehr gut. Argentinien, nochmal Neuer. Er hält jetzt alles, was aufs Tor kommt. Und wir sind Weltmeister. Ich hab's geschafft. Wir sind sogar Weltmeister. Nicht schlecht. Spiel um Platz 3 hat entschieden. Italien ist Platz 3. Und damit Deutschland Weltmeister. Nicht zu danken, Leute. Nicht zu danken. So, jetzt gucken wir noch, ob der Tönnes zu uns kommt. Mannheim. Nee, der wird nicht zu uns kommen. Der wird nach Mannheim gehen. Da bin ich mir sicher. Aber das ist mal ganz witzig zwischendurch mal so. EM, WM kann man ruhig mal mitnehmen, oder? Ich finde schon. Gut, dass ich es drin gelassen habe im Endeffekt. Ja, geht zu Mannheim bestimmt, ne? Komm. Jawohl. Mannheim. Okay.
Wir haben einen Scorer, wir kriegen 70.000, okay. Hier haben wir ein paar. Mannschaft, der Torschützenkönig, kriegen wir auch Kohle dafür, dass wir den Torschützenkönig und den Scorer haben. 170.000, das ist super. Hotja auf der Transferliste. Werbevertrag mit Option ist ausgelaufen. Okay. Özcan kam leider keins. Da. Hier Deutschland 2014. Wir sind aber wieder Weltmeister, wollte ich nur gesagt haben. Saisonende. Und bevor wir jetzt Saisonende gehen, wir gucken gerade mal. Da warte ich noch. Haben wir noch irgendwas mit, was auszulaufen ist? Irgendwo eine Option dran? Hier, Option. 65.000. Wir warten erstmal. Wir nehmen den schon. Ne, wir warten erstmal. Okay, Leute, ich speichere mal ganz kurz ab, weil das ist das Ende für mich hier. Habe ich jetzt richtig gespeichert? Wir sind Weltmeister geworden, wir sind aufgestiegen, wir haben alles erreicht, was wir erreichen können. Wenn das nicht mal geil ist, dann weiß ich auch nicht, dann fresse ich einen Besen. Ich glaube, dass wir in der nächsten Saison auch einen guten Nachwuchsspieler kriegen werden. Wir müssen gucken, wo wir nächste Saison dann erstmal von der Stärkegrad landen werden, um da uns wieder ein bisschen zu pushen. Es darf spannend bleiben. Wir befinden uns schon im 1. Juli 2017. Ich frage mich jetzt nicht, warum die WM 2017 stattgefunden hat gerade. Ich habe keine Ahnung. Ist egal, wie dem auch sei. Falls es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Das wäre natürlich auch super. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Saison wieder. Und dann versuchen wir uns mal erstmal den Klassenerhalt zu erreichen, uns im Mittelfeld vielleicht zu positionieren oder vielleicht sogar den Aufstieg zu schaffen. Aber das ist natürlich ein gewagtes Ziel, weil wir natürlich auch nicht mehr so viel Kohle auf der Tasche haben. Wir werden sehen, wie es wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Pauli?